Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen von der Korkenzieher-Trasse. Laufen wir allerdings nur ein kleines Stück. Und da möchte ich euch heute auf eine kleine Runde mitnehmen. Wir laufen jetzt Richtung Grüten und dann nach Vohwinkel. Weil heute klassischerweise wieder der Tag ist, wo ich einen Großeinkauf machen muss. Deswegen habe ich auch den großen Rucksack dabei. Da sind ein bisschen Pfandflaschen drin, Einkaufstüten etc. Und warum dieses Video, ja, der Teil einer größeren Videoserie sein wird, das möchte ich euch in diesem Video erklären. Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei seid und los geht's. Damit begrüße ich euch dann auf dem Bergischen Weg und dem Neanderlandsteig zugleich. Diese Kombination hatten wir ja schon mal das ein oder andere Mal bei der 36 Kilometer Wanderung nach Essen. Und ich möchte euch erklären, warum dieses Video ja Teil einer größeren Videoserie sein wird. Denn ich habe vor, eine Videoserie zu machen unter dem Titel von der ersten Planung bis zur Veröffentlichung des Videos. Also wirklich im Detail die ganzen Schritte, wie ich die Strecke plane, worauf ich da achte mit Komoot. Es muss natürlich nicht zwangsläufig Komoot sein, kann natürlich auch Google sein oder was auch immer. Ich denke mal, das ist da sehr ähnlich. Es geht ja da eher um das Prinzip, wie ich etwas plane. Und dann geht es eigentlich ja in die Produktion, in die Videoaufnahmen an sich. Also das, was ich jetzt im Prinzip mache. Dann geht es um die Nachbearbeitung. Also wie ich datensicher, wie ich die oder wann ich die Daten über auf den Rechner importiere, wie ich das mache, wie ich mich da organisiere, der Videoschnitt an sich, die Technik mit dem Programm Shortcut. Das hatte ich ja schon mal gefragt, ob das interessant für euch ist. Das kam, glaube ich, eigentlich ganz gut an. Wobei Shortcut jetzt, glaube ich, nicht die bekannteste Software ist. Ist aber Freeware und deswegen passt die ganz gut für mich. Und die hat halt eben auch mehrere Videospuren, weswegen es da sehr interessant ist. Und dann geht es halt eben um den Export, das Veröffentlichen bzw. erstmal das Hochladen auf YouTube, das Thumbnail, die Videobeschreibung und also im Prinzip alles das, was ja im Hintergrund gemacht wird, was ihr oft gar nicht seht. Darum soll es auch gehen. Und ich erhoffe mir dadurch natürlich auch einen gewissen Vorteil von euch, um da vielleicht auch noch ein bisschen besser zu werden, um den einen oder anderen Tipp von euch zu bekommen. Und im Gegenzug habt ihr halt eben die Möglichkeit, einen Einblick zu bekommen, wie ich zum einen die Videos mache, wie ich sie hochlade etc. pp. Und jetzt geht's tatsächlich den Bergischen Weg hier schon wieder hoch. Aber ich guck mal eben, meines Wissens nach geht's für mich da geradeaus weiter. Muss mal eben die Tastensperre hier wegmachen. Genau, für mich geht es leider weiter geradeaus. Das heißt, ich verlasse hier tatsächlich schon den Bergischen Weg und den Neanderlandsteig wieder. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Ja, da habe ich wohl wieder ein bisschen Stuss erzählt. Als ich erzählt habe, da oben geht der Bergische Weg entlang und den Neanderlandsteig. Dem ist nicht so. Ich bin nach wie vor auf dem Neanderlandsteig und auf dem Bergischen Weg. Und da oben kann man erkennen, wie viele Kilometer
ist normalerweise über die Wanderwege Wehren nach Vohwinkel. 16,1 Kilometer. Da kann ich auf jeden Fall jetzt schon sagen, so viele Kilometer werden es nicht werden. Es werden gerade mal die Hälfte werden, weil ich doch nicht den ganzen Tag Zeit habe und ich auch ein bisschen vorankommen möchte. Und ich habe ja gesagt, ich muss noch einkaufen. Und ja, also das, was ich erzählt habe, mit den ganzen Dingen, die ich davor habe, das wird natürlich nicht ein Video werden, sondern das werden verschiedene Videos. Und jetzt muss ich gerade mal eben kurz auf mein Navi gucken. So, gehen wir da geradeaus. Zu den unterschiedlichen Themen. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, Anregungen oder was für euch wichtig ist, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann werde ich das auf jeden Fall mit aufnehmen, weil ich kenne das von mir selber. Ich habe dann auch spezielle Fragen zu gewissen Themen, Videoschnitt oder Veröffentlichung, Thumbnail etc. pp. Also das ist keineswegs vollständig, was ich bis jetzt erzählt habe. Ich werde mir ja zu Hause, wenn ich ein bisschen Zeit habe, noch Gedanken machen und so einen groben Leitfaden machen, sage ich mal. Um mich da so ein bisschen dran entlang zu hangeln. Und versuche halt, wenn ich so ein Video jetzt mache hier, dann schon zu gucken, wie ich das organisiere, wie ich das plane, was ich da mache, um einfach so gewisse Abläufe, die automatisiert ablaufen im Prinzip, ja, für euch zu dokumentieren und euch dann wirklich im Detail zu erklären, wie ich das mache mit dem Videoschnitt und was ich erzählt hatte. Ja, darum soll es gehen. In den nächsten, ja, in diesem Megaprojekt sind nicht zwangsläufig die nächsten Videos direkt. Das bedarf ja auch ein bisschen Bearbeitungszeit und Planungszeit. Und ja, aber ich werde auf jeden Fall dazu eine Playlist machen, die dann den Titel hat, von der ersten Planung bis zur Veröffentlichung. Vielleicht sind es 5, 6 Videos. Keine Ahnung. Ich lass mir das offen. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt erstmal heiter weiter. Also als allererstes möchte ich euch mal recht herzlich willkommen heißen im Neanderland. Habe ich gerade den Stein gesehen, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich bin aber auch noch nie hier gewesen. Vielen Dank da recht herzlich an Komoot, die diese Strecke für mich geplant haben. Also richtig toll. Da hinten ist irgendwie noch ein zugesperrter Tunnel. Und hier geht es im Prinzip die Korkenziehertrasse weiter. Das hätte ich auch überhaupt nicht gedacht, dass hier die Korkenziehertrasse weitergeht. Offensichtlich schon. Ich habe immer gedacht, da oben, wo dieser Puffer ist für die Waggons, dass da Endstation ist. Offensichtlich nicht. Hier beginnt wohl auch der Panorama-Radweg Niederbergbahn. Das meine ich, müsste der sein, der uns in Felbert, über den Weg gelaufen ist bei der 36 Kilometer Wanderung. Niederbergbahn Panorama-Radweg. Und es geht hier auch zur Nordbahntrasse, Werner-Jagstedt-Weg. Also absolut toll, also ich bin ja mehr als zufrieden über diese kleine Wanderung und also ja, ich bin wieder einmal sprachlos. Weiter geht's. Ich bin immer noch auf der Korkenziehertrasse, verlasse die jetzt aber und laufe hier runter auf die Vohwinklerstraße, weil das eine kleinere Abkürzung ist, um pünktlich an meinem Zielpunkt anzukommen. Denn ich habe ja gesagt, ich muss heute einen Großeinkauf machen. Und ja, also wirklich bis jetzt wieder mal eine ganz tolle Tour. Noch nie gelaufen, das muss man immer auch dazu sagen.
ganz tolle neue Eindrücke. Und normalerweise würde es einen Verbindungsweg geben von der Korkenzieher-Trasse zur Nordbahntrasse. Die führt, glaube ich, jetzt ein Stückchen weiter unten noch her oder weiter geradeaus. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich laufe jetzt hier aber auf der Vohwinklerstraße erstmal weiter, um möglichst schnell und pünktlich an mein Ziel zu kommen. Und möchte mich nochmal in Erinnerung rufen, euch darum zu bitten, falls ihr Ideen habt, falls ihr Fragen habt zu irgendeinem der genannten Themen, Videoschnitt, Videoaufnahme, Veröffentlichung, Thumbnail, bla bla bla, tralala, ihr wisst Bescheid, schreibt das in die Kommentare. Ich baue das gerne alles in das Video oder in die Videos mit ein. Und ja, jetzt laufen wir auf das DB-Signalwerk in Wuppertal drauf zu. Auch sehr interessant, das habe ich bis jetzt auch immer nur von der Bahn aus gesehen. Zeige ich euch jetzt auch ein paar Aufnahmen. Und dann sehen wir uns gleich zur finalen Abmoderation nochmal wieder. Weiter geht's. Herzlich willkommen in Wuppertal-Vohwinkel. Eine Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Stadt in NRW, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin geboren und aufgewachsen in Wuppertal, aber dass das hier explizit eine Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Stadt ist, ist mir komplett neu. Freut mich allerdings sehr, kommt ja den Fahrradfahrern und den Fußgängern zugute. Allein schon mit den ganzen Trassen, die hier außen rum sind, ist das eigentlich auch ein Stück weit klar. Das Schild haben wir auch in Essen gesehen. Ich denke mal, das bezieht sich dann auch sehr auf die Trassen und auf die ganzen Wanderwege, die da entlang führen. Und ja, freut mich, wie ich gesagt habe. Und ich möchte nochmal daran erinnern, schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr Wünsche habt. Und ja, als Fazit dieser kleinen Wanderung kann ich nur sagen, wieder alles richtig gemacht. Komoot hat mir da wieder eine richtig tolle Route rausgesucht. Auch, dass die Korkenzieher-Trasse jetzt wirklich fast bis hier unten hinging. Auch wenn ich jetzt das letzte Stück hier über normale Straße laufe, macht das überhaupt nichts. Das Stück, was jetzt gelaufen bin mit der Korkenzieher-Trasse, werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Auch das mit dem Tunnel da. Und mit diesen Worten bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.